Heute ein weiterer Bautag an unserem Tiny House. Wir bringen die Dampfbremse an. Und was man da beachten sollte oder wie man am besten vorgeht, zeigen wir euch jetzt. Ich muss wieder auf die Straße, wieder unterwegs, mit Blick auf die Karte, wohin es mich verschlägt. Bevor die Wände ins Tiny House Einzug halten können, müssen diese erst richtig aufgebaut werden. Wir haben ja bereits damals bei unserer Begriffserklärung darüber gesprochen, dass so eine Dampfbremse an die Wand muss, damit Feuchtigkeit nicht ungehindert in die Dämmung geht. Und heute wird diese, wie gesagt, befestigt. Vorher aber noch ein paar Informationen zu dem Nagelband. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal der Reihe nach an. Und so soll die Dampfbremse ja mal an das Tiny House bzw. an die Wand. Bevor es soweit ist, seht ihr ja hier, haben wir so ein paar schwarze Kleber gezogen und das ist ein Nagelband. So ein Nagelband sorgt eigentlich dafür, dass wenn ich jetzt eine Schraube habe oder ein Nagel, wie der Name ja schon sagt, oder vielleicht eine Tackerklammer, dass diese in die Wand reingezogen wird. Ihr hört auch gerade, es wird im Hintergrund schon getackert und dass dieses Band quasi mit in die Wand gezogen wird, dass da an der Stelle also keine Lücke entsteht. Und deswegen ist es wichtig, das ganze Haus inne einmal an allen Stellen, wo später getackert oder gebohrt oder geschraubt wird, mit diesem Nagelband zu versehen. Das haben wir hier im Hintergrund bereits gemacht. Bei der Verlegung, wenn ihr das zu Hause macht, übrigens darauf achten, das Nagelband ganz normal ankleben, nicht ziehen, weil das generell so ein bisschen elastisch ist und man kann jetzt hier, ja jetzt ist gerade abgerissen, aber normalerweise, wenn man das so ein bisschen in die Länge zieht, das ist wie Kaugummi, einfach damit man, ja, man sieht es hier schon, das ist wie Kaugummi, zieht sich halt wunderbar und hilft dann eben auch, damit das Band wirklich einen komplett dichten Abschluss für die Wand schafft. Wenn das Nagelband dann angebracht ist und ihr dann damit fertig seid, geht es eigentlich schon ans nächste Thema und das ist dann die Dampfbremse. Und die muss nämlich dann entsprechend schön aufgetackert werden. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal da drüben an der neuen Stelle an, wie man das am besten macht, damit ihr vielleicht auch für euer Tiny House wisst, was da zu beachten gibt. Wenn ihr die Dampfbremse anbringen wollt, dann am besten ganz entspannt. Man fängt mit der unteren Bahn an, geht dann über die nächste Ebene und dann die dritte Ebene, wenn es die noch geben sollte. Und auch wichtig bei der Dampfbremse, nicht mit zu viel Spannung anbringen, dass die sehr, sehr straff ist. Natürlich soll sie auch nicht unendlich viele Wellen schlagen. Und dann heißt es einfach mal die Dampfbremse am besten zu zweit hinhalten, einmal mit einer Tackernadel fixieren, an der anderen Stelle mit einer Tackernadel fixieren, dann entsprechend unten auch schön ein bisschen glatt ziehen, damit es schön glatt an der Wand ist. Und dann nach und nach, wenn dann alles glatt gezogen ist, wenn euch von hinten die Rolle ins Genick fällt, dann alle 10 cm diese kleine Tackernadel rein. Und sollte mal keine mehr kommen, dann muss halt auch mal aufgefüllt werden. Und das war's dann auch schon. Ganz einfach, Tackernadeln rein, fertig. Der nächste Meter. Ich stehe hier gerade rum wie 2 Meter Falschgeld, aber was will man machen? Sobald man den Tacker einmal aus der Hand gibt, kriegt man ihn nicht zurück. Und glatt. Alle. Schon wieder. Tackernadeln! Und da merkt man auch schon die ersten Nachteile beim Bau im Tiny House. Dadurch, dass der Platz so eng ist und wir ja von der einen Seite auf die andere müssen, müssen wir ständig umräumen. Das heißt also, alles was da lag und uns da nicht gestört hat, muss jetzt hier rüber. Ach. Man kommt sich so vor, als räumt man mehr, als eigentlich zu bauen. Aber naja, ist ja nur für einmal. Und das Schöne daran ist, da wir jetzt ja einen richtigen Fußboden drin haben, der auch mal belastet werden kann, kann man hier auch einfach alles hin und her schmeißen. Ob da Kratzer entstehen oder Schäden, ist völlig wurscht. Denn es kommt ja eh noch ein richtiger Boden obendrauf, der das Ganze dann elegant aussehen lässt. Von daher kann man sich hier mal benehmen wie ein Schwein. Ich schneide da mit dem Cuttermesser drauf rum, das ist mir eigentlich Wurst. So, ich roll das mal hier kurz aus. Echt jetzt? Ja, hier vorne habe ich mit dem Cuttermesser drauf rumgeschnitten. Den Boden siehst du nicht mehr, da wird doch verblendet. Da kommt noch ein anderer drüber. Ohne dass da irgendwas. Und wir spielen heute 960 Heftklammern heb auf.
Ich war der, der verloren hat. Ach, so ein Mist. Kann man sich alles sparen. Kostet alles Zeit. Nur ist es halt das Problem, wenn du eine normale Baustelle hast, du hast eine 60 Quadratmeter Wohnung oder ein 100 Quadratmeter Haus und baust das aus, da kannst du halt sagen, komm, wir machen zwei Räume fertig. In dem Rest lagert der ganze Baumüll oder die Werkzeuge und dann können wir ganz in Ruhe fertig bauen. Beim Tiny House stolperst du aber über jede Schraube, die du irgendwo liegen lässt. Ist halt eben alles viel kleiner. Haben wir jetzt alles? Ach nee, hier, siehst du? Schon die ersten wieder verpasst. Ich werde gerufen. Und dann hätte ich jetzt nämlich gesagt, wir ziehen das. Wenn der jetzt 10 cm zu viel dran hängt, macht das auch nichts. Ich halte hier mal an der Ecke. Außer wir müssen unten noch irgendwie glatt ziehen oder so. Also zur Not mach lieber ein paar Zentimeter mehr. Morgen geht das mit allen Sportsabrücken, ne? Auch mit dem Rissschein. Wir legen das jetzt mal in die Loftebene. So ein Loft ist halt immer was Tolles, wenn man es nutzt. Als Stauraum zum Beispiel für die Dampfbremse, für die Winddichtbahn und was nicht noch alles. So, wir haben jetzt hier schon mal ein Teil ausgeschnitten, was wir eigentlich nicht ausschneiden wollten. Aber zum Glück haben wir noch genug und wir brauchen sowieso überall kleine Fetzen. Spätestens um den Müllsack vollständig zu füllen. Aber was heißt denn jetzt, du wolltest es nicht wegschneiden? Also ich finde es gut. Dann machen wir Klebeband drüber, das passt schon. Der Mensch muss flexibel bleiben. Und noch ein Tipp zur Verlegung der Bahnen. Die erste Bahn ist ja relativ einfach. Das heißt, es ist eine breite Bahn, die geht einmal rundherum. Wenn ihr da ein Fenster habt, dann wird es einfach überrollt und fertig. Die zweite Bahn wird aber schon schwieriger, denn wir haben ja hier oben auch diese Loftbalken, diese Loftebene. Und jetzt muss die Folie natürlich drumherum. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. Kein Plan, keine Motivation, aber jede Menge Balken. Das Problem ist nämlich, wenn man die Höhe der Dampfbremse sieht, die liegt ja bei 1,50 Meter. Dann fängt die neue Dampfbremse, die zweite Bahn, direkt oben drüber an. Die legen wir also hier auf und ziehen die nach oben. Wenn man dann aber die ganzen Balken hier oben sieht, bedeutet das ja, wir haben diese Dampfbremse, müssen die hier legen und würden hier schon wieder aufhören. Beziehungsweise müssen die Dampfbremse einschneiden, damit wir hier oben das außen rumlegen können, um diesen Balken. Und müssen es dann oben entsprechend verkleben. Das hört sich halt nach einer Menge Arbeit an. Ist es definitiv auch und macht es gerade mit den Ecken, die dann hinten natürlich nicht mehr so aneinander stoßen, sondern eigentlich ja schon so mit einer dritten Ecke von oben, sehr kompliziert. Und wir hätten dann, ein Stück bis zu den Balken. Und was ist dann? Ja, und den Balken schneiden wir nach unten ein. Da wird das erste Mal die Rolle quasi eingeschnitten. Da gehen wir direkt, haben wir eine Meinung. Dann haben wir hier quasi schon mal eine Schnittstelle, die hier genau mit der Balken runtergeht, die man auch wieder schön bekleben könnte. Genau. Ja, optimal? Ja. Ich weiß gar nicht noch, warum wir hier stehen. Ah ja, es fehlen Tackernadeln. Wir haben die Bahn quasi so verlegt, dass wir von unten entsprechend eingeschnitten haben und dann die Bahn um diesen Balken drumherum verlegen können. Warum ist das von Vorteil? Ganz einfach. Wenn ihr die Bahn verlegt, dann könnt ihr sie erstmal bis hierher festhackern und jetzt könntet ihr ja auch von oben einschneiden. Aber wenn man nach oben einschneidet, müsste man jedes Mal wieder auf die Leiter, müsste dann oben diese beiden Enden wieder zusammentackern. Deswegen ist es einfacher, die Bahn unten einzuschneiden. In dem Fall ist sogar ganz praktisch, da hier eh ein Fenster ist. Aber einfach unten einzuschneiden, oben die Aussparung für den Balken mit einzuschneiden, schön drumherum legen, dass die Bahn wieder passt. In welche? Warte mal, wo? So drüber. Jetzt haben wir's. Diskretion, wir ziehen jetzt hier mal eine zweite Wand ein. So, hier wird dann unser YouTube-Atelier. Da kann ich mich dann beim Zocken beobachten lassen oder einfach nur für ein paar schöne Fotos posieren. Oder was weiß ich. Ich gehe mal auf die andere Seite helfen. Hallo. Das erinnert mich an die alten Serien von früher, weißt du? Und Kandidat 2, dein Herzblatt. Hallo, ich bin der Marco. Ich freue mich, dass es dich gibt. Okay, lassen wir das. Die Leiste hoch, oder? Kann ich schon mal?
Jetzt, wo tackert, bist du nicht dabei. Doch, sie filmt. Und immer schön dran denken, mit den Tackernadeln nicht sparsam sein. Ah, mein Finger! Das muss übrigens so sein. Das wird unsere wilde Ecke über der Couch. Wir wollen da einfach gern ein wenig mehr Dynamik reinbringen und versuchen, nicht unbedingt wie andere, die denken immer so gerade. Die Dampfbremse, die muss ja 100 Meter geradeaus. Hier steckt einfach mal so ein bisschen Intensität drin, Dynamik, Emotion, Leidenschaft. Das gefällt mir. So, was machen wir denn jetzt? Achso. So, die Klappleiter. Das ist unangenehm. Achso. Das muss aber so. Das muss so. Das ist die Klappleiter 3000. Ne, guck mal, das musste nämlich, glaube ich, hier. Ah, der Geheimtipp. Das ist eine Klappleiter gegen Leiterdiebe. Denn der gewöhnliche Leiterdieb nimmt sich die Leiter, klappt sie auf. Ja, was ist denn hier los? Also hier hält's und da nicht. Haha. Trick 3000. Einmal rum. Diese Leiter. Naja, und dann geht's wieder. Übrigens wäre ich vorhin mit der Leiter beinahe abgestürzt. Ja. Weil ich nämlich eine normale Leiter gedacht habe, die auf der einen Seite Stufen und auf der anderen Seite ebenso Stufen hat. Und wir waren vor meinem Klebeband kleben. Ich stehe auf der obersten Sprosse und gehe dann praktisch noch einen Schritt nach vorne. In meinem Tran klebt das Klebeband, gehe den Schritt nach vorne und der Schritt wird immer länger und länger und länger. Und da konnte ich mich gerade noch abfangen und bin zum Glück nicht abgestürzt. Aber immer schön drauf achten. Arbeitssicherheit geht uns alle an. Oder wir machen hier einen Wintergarten, weißt du, einfach so ein bisschen ateliermäßig, guter Stil. Also mittlerweile sieht es schon wie, ach so, brauchst du das da auch zu kurz. Nee. Die sei ganz selten mal. Da drüben. Sind sie durch da oben mal? Ich glaube, das mal. Ja, warte mal. Aber zumindest kann man mal oben drüber einen hinsetzen. So. Der Anfang ist gemacht, aber wie immer arbeiten wir ja aufs Ende zu. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also man sieht schon an der Konstruktion hier, wir mussten das ja auseinanderschneiden und jetzt oben teilweise befestigen. Es ist schon nicht so einfach, aber man macht es ja auch bloß einmal. Dann ist es irgendwann fertig und fertig. Machen wir hier die eine und ich hole mal noch die Holzleiter. Wir können uns ja mal kurz hier ein Lager einrichten. Wir haben nur noch die Schraubzwingen. Jetzt müssen wir die erstmal. Kommst rüber. Achso, dahin? Oh, kann man auch machen. Gut. Müsste schon reichen. Machen wir die Schraubzwingen fest. Und natürlich auch immer drauf achten, wenn man es hier ein bisschen sieht, sieht man es zum Beispiel, da haben wir noch nicht ganz sauber gearbeitet. Das heißt, die Bahn sollte eigentlich, nachdem sie den Balken umgangen ist, wieder unten bündig aneinander anschließen. Wir haben das dann weiter hinten wieder etwas ausgeglichen, aber da sollte man schon darauf achten, dass man schön in der Waage bleibt, die Bahn also gerade verlegt und nicht dann irgendwann vielleicht schief kommt. Na hier, das ist hier, immer noch zu viel, ne? Nee, ja. Von der Linie. Achso, ja, da ist zu viel. Das Ende zu der Linie. Der ist 1,5 Zentimeter zu viel, genau. Vorne hat man nämlich, siehst du das? Waren wir bündig. Ja, wir sind hier nach unten gekommen, ne? Ja, was jetzt immer noch gehen würde, wir könnten ja hier ein bisschen korrigieren. Wir könnten hier ein bisschen hochgehen, wenn du da ein Stück nach oben ziehst. Zieh mal. Gut, reicht dann, sonst kriege ich hier auch keine Tackernadel mehr befestigt. Wie man sieht, ist es hier nicht optimal von der Überlappung, aber den Riss oder den Spalt verschließen wir nachher mit dem Klebeband. Wir haben die Leiter, wenn wir sie nicht nutzen. So, warte. Das ist gerade ja, ne? Gut. Ja. Die Falte links von dir. Guck mal, die Falte. Was? Wie? Die hier? Ah. Na, die Frage ist, wie kriegen wir sie gerade? Der hat sich jetzt, glaube ich, einfach ergeben, weil wir ja das hier so ein bisschen runtergezogen haben. Also es ist halt extrem kompliziert, wenn man das hier sieht.
über Kreuz und über Eck und da mal einschneiden. Jetzt weht es auch noch, dass die Fahne ordentlich, die Plane ordentlich Radau macht. Also es ist heute ein spannender Arbeitstag, definitiv. Wenn ihr also ein Tiny House baut, baut es auf jeden Fall in einem rechteckigen, in einer rechteckigen Form, als Quader, als Würfel, als was weiß ich. Geht wesentlich einfacher, wenn man innen drinne diese Folie oder Dampfbremse befestigen muss. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Nee? Na doch nicht. Heute ohne Schuhe. Da sind wir wieder bei dem grundsätzlichen Thema. Erstmal Platz schaffen, damit man sich weiterhin gut bewegen kann. Alles muss weitergeschoben werden, umgehängt werden. Licht ist sowieso ein Thema. So, Tag 2. Wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen, wie man ja auch hinter mir sieht. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile oben am Dach angelangt und sind da auch fertig. Aber es hat halt jede Menge Zeit gekostet. Also wer das selber machen möchte, der sollte dann mindestens mit 2 Tagen rechnen. Bei einer einfacheren Bauform vielleicht auch weniger. Wir haben hier halt einfach das Problem, wenn man sich das zum Beispiel oben mal anschaut, bei den Balken. Wir mussten halt diese Folie immer an den Balken vorbeiführen. Das heißt, wir mussten erst an den Balken ranlegen, festtackern, wie man es ja auch gerade im Hintergrund noch hört, dann wieder ausschneiden, dann die Folie drumherum legen, gucken, dass es passt, immer wieder straff ziehen. Also das war schon ziemliches Genudel, aber wenn ich so mal nach hinten gucke, ist es schon relativ weit. Hinten die Ecke wird heute noch verschlossen und dann sind wir eigentlich rum und haben da in 2 Tagen die Dampfbremse gelegt. Mit Nagelband natürlich, also 2 Tage sollte man einplanen. Und jetzt kann man, glaube ich, schon, wenn man auch so ein bisschen genau schaut, erahnen, wie das Tiny House dann aussehen soll. Also wir realisieren gerade, wie groß es eigentlich ist, weil man eben genauso beengt ist wie später, wenn da noch die Holzplatten dran sind. Gut, man sieht jetzt natürlich auch noch keine Fenster, die müssen wir erst noch ausschneiden. Das hier ist jetzt ein Sonderfall, weil uns hier an der Stelle die Dampfbremse ausging. Da blieb uns nichts anderes übrig, als die umzuklappen und festzutackern. Aber die Fenster schneidet man erst ganz zum Schluss aus. Einen großen Schritt. Ah, huh. Klein, gemütlich, kuschelig, Tiny House. Wir haben ja hier diese Überlappungen. Die sind im Übrigen dafür da, damit die Dampfbremse dann richtig schön dicht abschließt. Wir dann später auch mit dem Klebeband noch verkleben können. Das fehlt jetzt noch, auch hinter mir komplett und überall haben wir ja kein Klebeband dran. Wird aber noch rangeklebt. Das ist dann dieses Test Convana, blaues Band, 6 cm breit. Dann wird einfach geguckt, 3 cm oben und unten, muss das Klebeband komplett geklebt werden. Ist es wichtig, wie rum die überlappen? Ja, ist es. Denn man fängt ja, haben wir ja schon gesagt, mit der unteren Schicht an, baut dann nach oben auf und legt die andere drüber. Das wird übrigens bei vielen Schichten am Haus so gemacht, egal ob man welche Folie man verwendet, welche Dampfbremsen oder auch das einfachste Beispiel am Dachziegel. Überlegt mal einfach mal, ein Dachziegel andersrum gelegt, macht keinen Sinn, denn dann läuft ja das Wasser hinter die Konstruktion. Und genau das will man daran eigentlich vermeiden. Das heißt, auch hier legt man erst die untere Bahn, dann die obere oben drüber, sollte also doch mal Wasser dahinter kommen. Das läuft dann quasi auf die nächste Ebene und würde dann ganz nach unten laufen und ist dann lieber irgendwo unten anstatt hinter der Wand. Jenny weiß nicht, aus welchem Material die Folie ist. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht aus gemergelten Zwergen aus dem Auenland. Aber aus, was, da steht was? Ablesen. Ah, die ist aus Polyurethane. Ich kann so schlecht lesen, dass es auf dem Kopf steht. Die ist aus Polylefiné. Das ist irgendwas Französisch. Polylefiné. Ich kenne nur Louis Definé. Was? D für Deutsch ist. Ach, D für Deutsch, okay. Dann ist sie aus Polylefin. Polyolefin. Und ist das nachhaltig? Polyolefin. Nachhaltigkeit steht bei uns ganz oben, deswegen haben wir erstmal mit dieser künstlichen Schicht unser komplettes Tiny House eingecremt. Und wir werden dann später wahrscheinlich noch zu Buddha beten und hoffen, dass er die Schicht als nachhaltig ökologisch segnet. Natürlich ist es nicht nachhaltig. Wenn man wirklich nachhaltig bauen will, nimmt man wahrscheinlich einfach einen Lehm-Strohziegel, baut sich damit ein Haus und muss halt regelmäßig lüften und was weiß ich. Aber es ist aktueller Stand der Technik und wir wollen ja hier den Wasserdampf auch rausbekommen und nicht in den Wänden und
alles pipapo. Noch ein Wort zur Gesundheitsschädigung. Der Stoff ist nicht gesundheitsschädigend. Nur wichtig, wenn ihr den jetzt an den Salat mit dran macht, dann müsst ihr natürlich aufpassen. Zu Nudeln würde ich ihn empfehlen, wenn es nur ein kleiner Anteil ist, vielleicht gerieben als Käseersatz. Aber sonst ganz entspannt. Der ist ja auch hinter der Wand. Das hat ja einen Funktionscharakter. Was man natürlich sagen muss, wenn man das Tiny House jetzt irgendwann mal wieder auseinander nimmt und sagt, was mache ich denn jetzt damit? Tja, das ist dann wieder blöd, denn Holz könnte ich dann einfach verbrennen oder für was anderes verwenden. Kann ich bei der Folie natürlich auch. Da muss man sich dann halt nur ein kleineres Tiny House bauen, wo man die Folie wieder mit den funktionierenden Stücken wieder einhüllt. Aber ist halt immer so. Also wenn man was baut und man überlegt, ja, wenn man es irgendwann mal zurückbaut, eigentlich sollte man es nicht mehr zurückbauen. Deswegen bauen wir auch so ordentlich. Achten bei dem Wandaufbau eben darauf, dass die Folie und also die Dampfbremse und alles andere ordentlich angebracht wird, dass alles dicht ist, dass wir halt keine Bauschäden haben, wo wir später nochmal ran müssen und dann wieder neuer Aufwand betrieben werden muss. Und natürlich achten wir darauf, dass wir nicht zu viel Verschnitt produzieren, denn an der einen oder anderen Ecke kann es natürlich schon mal vorkommen, dass so ein Müll wie hier entsteht. Aber wir haben ja noch unsere Radkästen zu verkleiden. An der Badewand muss noch etwas verkleidet werden. Also diese ganzen Futzel eignen sich dann doch noch für die ein oder andere Stelle, um da eben auszubessern und um den Müll zu reduzieren. Beim Bau hat sich übrigens herausgestellt, dass wir eventuell diesen Balken noch verstärken könnten. Denn wenn ich mich hier ranhänge, dann sieht man, der gibt so ein bisschen nach. Und ich wiege jetzt 80 Kilo. Normalerweise kommt ja dann hier oben, also was heißt normalerweise, hier oben im Büro wird dann ja noch ein Fußboden eingezogen. Also eine Holzplatte oder auch zwei Holzplatten, die dann entsprechend auf dem Balken verschraubt werden. Dadurch haben wir schon mal weniger Bewegung. Aber wenn man jetzt sieht, ich bewege mich hier leicht, ich bin noch nicht mal voll in der Luft, dann sieht man schon, der Balken wippt doch ein bisschen. Und hier habe ich zum Beispiel so eine Verschraubung. Da habe ich also zwei 60er Balken nochmal miteinander verschraubt. Und wenn ich mich jetzt da ranhänge, da sieht man, da wippt dann schon deutlich weniger. Da kann man dann noch so einen Sessel reinhängen und dann... Für den, der sich übrigens fragt, was die Dampfbremse denn jetzt genau macht, wir haben das ja schon mal in unserem Video der Begriffe und Begrifflichkeiten Teil 1 zum Tiny House durchgeführt. Die Dampfbremse soll im Endeffekt verhindern, dass dass Wasserdampf, also Kondensation, sei es jetzt vom Kochen, vom Duschen, von Mensch und Haustier, auch beim Atmen entsteht ja Wasserdampf, dass dieser ungehindert sofort in die Dämmung gelangt. Denn würde der sofort in die Dämmung gelangen, ist die Dämmung halt ständig nass, kann nur sehr schwer austrocknen und irgendwann fängt es da einfach an zu schimmeln. Und deswegen wird die Dampfbremse auf die Wand gepackt und jetzt kommt quasi dieser Wasserdampf schnell an die Wand, aber geht erst langsam durch, wird also nach und nach an die Dämmung abgegeben. Und dann hat die Dämmung auch Zeit und Möglichkeit, durch diese Luft, die ja außen hinter der Dämmung, hinter der Wand, in dieser Hinterlüftungsebene hochzieht, abtransportiert zu werden. Und somit hat man da eine schöne, langsame und gleichmäßige Zirkulation. Was aber nicht bedeutet, dass wir überhaupt nicht mehr lüften dürfen oder müssen. Dieser diffusionsoffene Wandbau, den wir ja hier gerade durchführen, bedeutet auch, dass wir trotzdem auch im Tiny House sehr oft die Fenster aufreißen müssen, auch nach dem Duschen, also Stoßlüften, um einfach die Feuchtigkeit aus dem Haus rauszubringen. Denn ab einem gewissen Prozentsatz an Luftfeuchte sehen wir das spätestens an den Scheiben, dass sich da dann Wasser bildet und wir überall Tröpfchen haben, die dann irgendwann natürlich auch für Schimmel sorgen können. Das heißt, so ein Wandaufbau schützt nicht vor Schimmel im Tiny House. Er ist gesünder, sage ich mal, als ein geschlossener Wandaufbau, wo ich so permanent Lüftungssysteme und Wärmungstausche habe. Aber trotzdem muss natürlich mit dem Fenster noch nachgeholfen werden. Das Schöne an der Dampfbremse hier ist im Übrigen auch, dass einem nochmal genau alle Schritte aufgezeigt werden, die man eigentlich für eine ordnungsgemäße Befestigung und Installation beachten muss. Das heißt also ausrollen, Tackernadeln mit 8 oder 10 mm wählen, 10 cm Abstand sollen die Tackernadeln haben. Die beiden Bahnen sollen sich im Bereich von ca. 10 cm überlappen. Das haben wir hier genau. Dafür gibt es ja auch diese schöne Anzeichnung, damit man halt genau diese schwarze Linie auf die andere schwarze Linie legt. Gut, hier stehen wir jetzt einen Zentimeter mehr über oder zwei, aber an anderen Stellen passt es wieder. Dann muss das Ganze entsprechend verklebt werden. Da sind wir jetzt noch nicht angelangt. Dieser Kleber dann auch fest angedrückt. Also es bringt nichts, das Klebeband einfach nur hinzukleben und dann sanft zu streicheln, sondern es soll auch entsprechend angeklebt werden. Da empfiehlt sich übrigens, dass dann jemand anderes
mit einem Holzbrett dahinter steht, dass wenn man hier das Klebeband andrückt oder auch mit einem Roller anrollert, dass man einfach einen Gegendruck ausüben kann. Denn ihr seht ja, wenn ich hier reindrücke, dann spannt sich das Ganze. Und da kann es natürlich durchaus sein, ich drücke das Klebeband an und reiße mir hier die Tackernadel raus. Das soll vermieden werden. Und ansonsten natürlich Übergang, Anderdämmung, dass auch unten am Fußboden entsprechend verklebt wird. Zeigen wir euch dann später noch. Beim Dach genau das Gleiche. Und ganz wichtig, noch so ein Punkt 9, falls wir dann nämlich Kabel und Rohre durchs Tiny House verlegen müssen, was wir auch werden, dann gibt es dafür auch spezielle Kleber, wo die Kabel durchgeführt werden, dass auch an der Stelle dieses Übergangs keine Feuchtigkeit irgendwie in die Dämmung eintreten kann. Also sehr praktisch. Yes. Und worauf man natürlich auch noch aufpassen muss, ich war gerade oben am Rumklettern und noch aus der Zeit, als es keine Dampfbremse gab, wenn man dann rumgeklettert ist und man hat irgendwie so das Gleichgewicht verloren, dann hat man nach oben gefasst, den Holzbalken gehabt und fertig. Jetzt ist es aber so, es gibt oben keinen Holzbalken mehr, also ganz oben auf dem Dach. Es gibt ja nur noch die Dampfbremse und wenn man jetzt nach oben fasst, dann ist das ungefähr so wie... Also man muss schon genau aufpassen, wo man jetzt hintritt. Oh, das ist das Klebeband, mit dem wir jetzt diese Unterbrechungen hier an der Dampfbremse bis ganz außen rum, bis auf die Fenster, verkleben werden. Und zwar ist es hier nochmal geschützt, logischerweise, sonst würde es ja schon irgendwo kleben. Das muss man jetzt hier abmachen. Auch schön, wenn man wie eine Frau so ein bisschen längere Fingernägel hat in diesem Fall, obwohl ich das eigentlich sonst nicht mag, aber so, und dann bringt man das hier auf und zwar so kurz unter dem Strich. Das Klebeband ist so ungefähr 6 cm oder ganz genau 6 cm. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Und jetzt kommt es hier, also 3 cm über und 3 cm unter dieser Durchlüftungsschacht, wenn man so will. Schön drauf. Tschakka. Festmachen und dann einmal außen rum. Tschuk, tschuk, tschuk. Fest. Auch ziemlich cool hier, wenn man so einen kleinen Arm hat wie meinen, ist so ein Profi-Tipp, einfach das Klebeband um den Arm herum und dann rollt die Rolle quasi wie von alleine. Und da jetzt der liebe Assistent Marco in dem Fall draußen das Holzstück entgegendrückt, kann es jetzt Stück für Stück hier Reihe umgehen. Und nach werden die Lücken sozusagen mit dem Klebeband verklebt. So, die erste Bahn ist gelegt und geklebt sozusagen. Und warum wir jetzt hier aufhören, das hat folgenden Hintergrund. Hier rein kommt nämlich ein Fenster. Und jetzt lappt das hier so ein bisschen über, weil das später dann eingeschlagen wird, zusammen mit dem Klebeband. Und deswegen haben wir jetzt hier aufgehört mit Kleben und noch so einen Überrest sozusagen gelassen fürs Fenster. Jetzt habe ich gerade einen Profi-Tipp meines Papas bekommen, nämlich folgendes Szenario. Hier am Band ist jetzt keine richtige Falz, so wie ich es geklebt habe. Und die muss aber da sein, weil später kommen ja die Holzplatten drauf und wenn die Druck erzeugen, kann es passieren, dass das hier unten einreißt. Was tun wir jetzt also? Hier hinten, ihr seht es gerade, mein Papa hat es gerade gemacht, tackern wir das Ganze jetzt fest. Also die Dampfbremse am Boden fest und kleben dann erst das Band dazu. Hier drüben haben wir es ohne Tackern anders gemacht und zwar wie folgt. Das Band sozusagen erst hier hinten so richtig schön rangelegt und dann nach unten festgeklebt und dann komplett angeklebt, sodass es eben richtig einen rechten Winkel mit einer richtigen Falz bildet. Wer sich im Übrigen fragt, wie denn solche schwierigen Stellen wie zum Beispiel diese Ecken hier gelöst werden können, dem kann gesagt werden, entweder man nimmt einfach Klebeband und klebt es entsprechend rum, schneidet ein und so weiter, dauert ein bisschen länger. Oder man nimmt solche praktischen Teile hier, diese Profilecken, und damit hat man hier unten zwei Klebebänder dran, die kann man einfach abziehen, klebt dann das Ganze entsprechend in die Ecke, Nummer 1, zack,
und kann dann die hinteren Klebe, die hinteren, ich sag mal so, Bänder abziehen und kann das Teil dann richtig schön in die Ecke kleben. Relativ wenig Aufwand. Wir haben das hier zum Beispiel an der Badezimmerecke auch schon mal probiert. Und da gucken wir uns einfach mal an, wie gut das denn überhaupt funktioniert. So, schön in die Ecke rein. So, das ist fest. Und dann können wir hier hinten das Teil abziehen. Da hilft manchmal so ein Messer ein bisschen. Das ist dann doch spitzer als meine Fingernägel. Einfach lösen. Dann wird das entsprechend vorgezogen. Ja, und schon haben wir die Ecke optimal isoliert. Wichtig ist allerdings, dass man bei der Planung und bei der Ausführung beide Bereiche ineinander fließen lässt. Denn wir sind eigentlich mit fast allen Ecken im Tiny House fertig. Mir ist aber jetzt erst eingefallen, dass ich diese besonderen Eckprofile bestellt habe. Das heißt, wir haben uns jetzt umsonst eigentlich Arbeit gemacht und Zeit kosten lassen, wo wir nur hätten diese Ecken platzieren müssen. Also vorher aufpassen und wissen, was man bestellt hat. Und endlich ist die Dampfbremse dann irgendwann mal im Tiny House. Und auch wenn es hinter mir etwas zerstückelt aussieht, nicht wundern, das ist einfach ganz normal, weil die Dampfbremse, wenn man sie in Lagen verlegt und man knickt hier oben, seht ihr, sie geht sofort nach oben. Und wir haben hier einfach Puzzle spielen müssen. Natürlich auch jedes Mal mit Klebeband sauber abkleben, damit keine Lücken mehr sind. Wir haben auch einen zweiten und dritten Durchgang gemacht, weil wir immer noch Lücken gefunden haben. Aber jetzt ist die Dampfbremse endlich verbaut und wir können bei uns mit der Innenwandverkleidung weitermachen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Also da auch gerne wieder einschalten. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt zur Dampfbremse oder generell auch zum Bau, was muss ich da und da beachten, was soll ich für Tackernadel nehmen und so weiter, schreibt es uns unten in die Kommentare. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo für den Kanal da und freut euch schon auf das nächste Video, wenn es dann endlich mal ans Holzgesäge geht. Bis bald!